I defy these earthly forms. Ich habe gerade nicht gesprochen, Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen konzentriert. Das müsste jetzt aber 60 FPS sein. Sag ich meinen Kollegen aus See, oder? Jetzt sind 60 FPS, okay. Ich hatte jetzt wegen irgendeinem Test mal umgestellt auf 30, darum hat nur 30. Aber schön, dass es jemand aufgefallen ist, sonst hätte ich die ganze Zeit auf 30 weitergespielt. Das heißt aber, ich habe komplett Palmview 33 FPS aufgenommen und gestreamt. Scheiße! Sieh mal halt mal nicht auf den Sack, ey. Von allen Seiten zugerattert. 30 FPS, no problem, kriegen wir auch hin. 60. So. Total Viewers 0 habe ich jetzt. Okay, jetzt schaut mir keiner mehr zu. Fuck, das war bloß. Hätte nicht passieren sollen. Oh. Accept this gift. Accept this gift. Der Scheiße, ey, ich sehe nichts. Aber hier kriegst du aber auf jeden Fall noch einen Heal, den dich sehe ich gerade noch. Ich muss auch probieren. Keine Ulti? Keine Ulti, sieht gut aus. Das ist blöd. Keine. So aufgeteilt, mein Ulti lohnt sich nicht. 30 seconds remaining. Griffe. Fuck. Ah, jetzt ist jetzt von 10 Viewer. Ja, jetzt ist schon besser. Schieben! 7, schieben! 5, 4, 3, okay, nicht schieben. Wir machen später 1. weiter. Ich halte ihn noch am Leben. Oder auch nicht. Alter, ich geh auch noch drauf. Fuck, this! Aua. So. Halten wir die 60 FPS. Handynummer eingeben? Natürlich jetzt geil. Germany auf jeden Fall. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Komme. Alter.
Teil ist schon nervig. So, die beiden Hilfegrund weggemacht und den Tech nochmal so geschädigt. Wäre natürlich ein Kill geiler gewesen wäre. Moment. So. Accept this gift. Ich auf den Sack so langsam, ne? Autsch. Ich kann gegen das Feuer nicht an hier. Alter, und auch nicht gegen das Draufgeratte auf mich. Overtime! Good now! Okay, good, but not let the starlight soothe you. So. Du hättest das Schild schießen sollen, du Vollidiot. Das Schild hat dich da gerade ordentlich geweckt, ey. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. This is my birthright.
Go, 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 Team! Halt wieder die Dings am Arsch, ey. Ja, der macht auch Laune. Also, Genos macht auch richtig Spaß zu spielen. Doch. Thank you, I'll be here all week. So, easy win. Ich hab grad mal die Hälfte. Boah, dauert bei mir noch ein bisschen, bis ich wieder aufsteige. Oh! Was ist los? Bist du raus? Bei mir bist du nicht online. Einladung an, genau. Ja, kannst auch starten, wenn du magst. Habe ich denn auch einen Hammelbundle schon drin verlinkt? So. Hat wieder aktiviert. Wie Ding. Ach, Ranked ist zu. Aber da steht doch Rangliste oben links. Oder vertue ich mich? So. Wie gesagt, es war eine gute Idee, jetzt schon die Beta zu verlassen. Select a champion! Ist auf jeden Fall normal.
Was spiele ich denn mal? Okay, es fehlen Tanks, ne? Theoretisch. Ja, komm, ich will mal ihn weiter testen. Vorname, Nachname. Egal, ich darf meinen Nachnamen nicht schreiben, weil es laut denen ein Sonderzeichen beinhaltet. What the fuck? Mein Nachname beinhaltet immer ein SZ. Was kann ich denn dafür? To destroy our enemy. I'll be impressed if you know which direction to go first. The battle is about to begin. So, was haben die Feinde denn? Okay. Hardware upgrade. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Muss wohl heiraten und mein Nachher. Ja. Vorher ist es leider nicht anders möglich. Alter. Oh fuck, jetzt auch jemand. Killing spree. Autsch. Da haben sie mich. Enemy killing spree. What the fuck? Ich hab jetzt nämlich so viel Schaden gerechnet.
killing spree. These back. The curse grows. Eject! Enemy rampage. Rampage. An enemy is unstoppable. Killing spree. Ja. Einfach durchs Feuer. Killing spree. Ouch. Ich war schon lange nicht mehr kaufen. So wie es aussieht.
Victory! Victory! Meldeanschrift. Put down your silver spoon and watch this. Let the battle begin. So, Wird Ranked immer noch nicht? Er steht zumindest wieder Rang. So, Moment. Aber was gibt's jetzt hier? Ach so, das ist irgendwie was mit schnell Waffen ziehen teilweise und sowas. Da bin ich mir ehrlich gesagt nie so sicher. In 12 Minuten erst wieder. Wieso muss ich denn dreimal mein Land angeben, wo ich meldepflichtig bin? Seid ihr denn vollkommen bescheuert? Choose your champion! Der Schuss, der Champion. Das stimmt, du hast ja gesagt 12 Minuten. Arcane testen. To battle. The 30 seconds remaining. His duty. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. From the Royal Armory. Prepare for battle. Yeah.
victory. So close. What now? Where are they? This is cool. Okay, ich hoffe mal alleine da. Ich hab das auf E, ich wollte auf F drücken, ich Vollidiot. Fucking Mist, so, Moment. Dreimal Land. Sagt die Ulti rausballern. Na, wisst ihr, wenn so ein Fetzer um die Ecke kommt. Have the last laugh. Ich bin gerade nur vollkommen verwirrt, was ich jetzt hier weiter ausfüllen muss.
Ich glaube nicht, dass das jetzt großartig was wird. Denn ich muss zugeben, Vermittlung nach Status Kapitel 3. So. Habe ich folgende Sachen zur Auswahl. Nicht qualifizierter Vermittler. Nicht einbehaltener ausländische, nicht amerikanische Gründertreuhandsgesellschaft. Personengesellschaft, einfacher Treuegesellschaft, qualifizierter Vermittler, Kreditinstitut eines Ausgebiet der USA, Niederlassung in der USA, also die ganzen USA-Sachen kann ich ja sowieso schon mal weglassen, ich habe ja keine Niederlassung in der USA. So. Ja, also wie ihr seht, es ist blöd. Aber ganz im Ernst, ich will damit ja nicht mal unbedingt Geld verdienen. Also von mir aus können die momentan Einnahmen haben. Ich will ja allein dieses Emoticon und sowas und die haben. Prüfen wir, ob das alles tut. What the fuck? Ja, wenn Sie das sind, prüfen Sie bitte, ob das hier zutrifft. Geben Sie mir eine 18-seitige PDF auf Englisch. Okay, crazy dude. Moment, hier stand's doch. Nicht qualifizierter Vermittler. Ein nicht qualifizierter Vermittler ist ein Vermittler, der keine US-amerikanische Rechtsperson darstellt und kein qualifizierter Vermittler ist. Ja, bin ich doch, oder? Außerdem ist die Person. Der Vermittler.
darf halt immer noch nicht mal einen richtigen Nachnamen verwenden. Scheiß amerikanische Behörden. Wer steht hier? Wird gerade geprüft, ja. Dann prüf mal. Ja, gut. Ich könnte eh die neue Waschmaschine gebrauchen, passt also. Aber in der Theorie hast du, glaube ich, recht, dass man sich dazu lieber einen Anwalt oder ähnliches holen sollte. Weil das ist wirklich sehr viel juristisches Kauderwelsch und das auf Englisch auch noch. Ich kann Englisch, aber nicht auf juristischem Niveau. That's the problem. Geht da unten jetzt schon wieder ab. Das kann ich jetzt lesen. So, wir brauchen jetzt noch einen weiteren Tank, oder? Wie darf ich das verstehen? Dann lasse ich für den unteren mal... what the fuck? Ja, komm was. What the fuck, der möchte Genos nicht mal spielen oder was? Der tauscht echt Genos. Okay, let's get started, sag ich das ja nur. Warum kann man die Russen nicht einfach alle in einen Server geben? Warum müssen die immer mit auf unseren europäischen Servern spielen? Das ist doch kacke. Immerhin schreibt dieser große normalen natalischen Buchstaben und nicht in Gorillisch. Das hasse ich nämlich am meisten, wenn die dann auch noch anfangen, Gorillisch zu schreiben und du einfach nichts lesen kannst. Oh, guck mal, ist Crazy Dude jetzt hingefallen. Bitter zumindest. Muss da aufstehen. Solange er auf Gegner schießt, ist alles in Ordnung. Desire, fear, hate. These ugly words are all men know. Was ich mich jetzt natürlich frage, jetzt, wie lange wird das jetzt geprüft? Ah, okay, einige Minuten. Warte. I claim this! Battle is about to begin! So. Let's go! Let's the battle begin! Die Map mag ich irgendwie nicht. Da kommt was von hinten. Das ja. Ich brauche Hilfe. Aua, okay, vergesst das mit der Hilfe. Brauche ich nicht mehr. Hat sich.
Oh, ist der Green Soldier. Ja, Alter, man schießt auf dich, merkt er das nicht mal? What the fuck? Ja, typisch Russe, ne? Ah, Kugel, I don't care, biat. Chica blärt. What the fuck, ist er fast tot. Probleme? Ich kann aber Overtime machen. Enemy killing spree. Defend. Aua. Oh, nie das Sniper-Schuss. Hast du mir jetzt auf den Sack gehen da hinten? What the fuck, wo ist denn der Dings hin? Ist der Healer einfach weg, ey. Eigentlich wollte ich den Healer damit wegnehmen. Autsch. Enemy double kill. Das sehen wir echt hilfreich. That wasn't so good. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three. Hat two, Afrika keinen eigenen one. Server? Oder wieso spielt er denn auf einem europäischen? It's not ready. Nee, danke. Accept this gift. Enemy rampage. Stop the payload.
Alter. My role in the grand scheme isn't over yet. Defend. An enemy is unstoppable. Let the starlight soothe you. It's fleeting. Step into the light. Noch sind wir noch nicht komplett raus. 30 seconds remaining. Seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Den Healer weggenugt. Genauso will ich, wie meine Leute jetzt sterben werden, Arschloch. Puh. Ja, mein Gott, war die Runde deffen. Schreibt nichts dazu. Wozu? Achso, zu den Victor oder was? Zu dem was schreiben will ich sowieso nicht, also. Five, four, three, two, one. Fuck, 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 fuck. Let the starlight soothe. So. Ah, der braucht doch unbedingt Heilung. Fuck. Irgendwas habe ich noch geheilt. Your sight failed. You cannot kill a god. Defeat. Everyone, these mountains belong to. Ja, wahrscheinlich hast du deine Ulti da in der Mitte gezündet, hast oder? Hast du gerade eingenommen hatten? Ja. Oh, oder? Es hätte auf jeden Fall schon aus der Beta rauskommen sollen, das Spiel. What the fuck? Schau mal bitte her über meine Maus werden. Danke.
So, genau. Aber jetzt bin ich erstmal wieder richtig drin. Ich warte jetzt wirklich erstmal eine Zeit lang. Ich gucke jetzt gleich noch, kurz bevor das Spiel geht, noch einmal kurz nach, ob er das jetzt angenommen hat. Aber sonst spiele ich jetzt immer wieder richtig in die Runde ohne Ablenkung oder so. Man hat ja gesehen, dass ich hier noch wieder kurz rumstand. Das war ein bisschen blöd. Das tut mir leid. Aber ich bin halt neugierig. Ich will wissen, was da jetzt auf mich zukommt und was ich da jetzt noch machen muss. Weil ich muss noch irgendwas anderes ausfüllen. Das war jetzt nämlich für die Steuern und jetzt muss ich noch irgendwas für die Dienstleistung ausfüllen. Aber dafür muss man mir das mit den Steuern erstmal genehmigen. Um es so zu sagen. Ich meine, ich hab's jetzt geschafft. Dank euch endlich mal geschafft. What the fuck? That's really nice. So. Weil momentan steht es hier bei, Schritt 1 und 4 habe ich fertig. Das ist die Auszahlungsregistrierung. Schritt 2 von 4 ist, die Affiliate-Vereinbarung von Twitch. Schritt 3 von 4 ist das Steuerinterview. Da steht jetzt gerade, deine Royalty-Steuerdaten werden gerade überprüft. Dieser Vorgang nimmt in der Regel einige Minuten Zeit in Anspruch. Danach... Oh nee, warte, das war schon. Danach käme nämlich die Auszahlungsmethode. Ja, ehrlich gesagt, zweitrangig ist. Die wird mir einfach vom PayPal-Account gut geschrieben und gut ist. Mehr will ich da gar nicht. Weil irgendwie kann man ja dann mit diesen Bit-Dingern da bezahlen oder so. Ich weiß gar nicht... Also ich weiß gar nicht genau, was es damit auf sich hat, weil ich damit noch nie bezahlt habe oder noch nie etwas gemacht habe. Vielleicht kennt ihr euch damit ja ein bisschen besser aus und könnt es mir erklären. Crazy Dude, du musst bannen. Okay. Wenn sich einer damit auskennt, mit diesen Sachen, die man ab da an bekommt. Was ist eigentlich für gut? Auch keine Ahnung, ja, ich auch nicht. Also, weil ich das mitbekommen habe, ist das halt, man kann diese komischen Bit-Dinger oder was es da ist, mit zahlen. Ich glaube, man kann sogar schon, kann man schon subscriben oder könnte man schon subscriben? Hier habe ich gerade eine Liste gefunden. Also. Ich habe Shearing with Bits. Also man könnte mich mit Bits unterstützen. Man könnte mich abonnieren. Man bekommt allerdings nur ein Sub-Emote. Und ich müsste halt richtiger Twitch-Partner werden, damit es halt bis zu 50 werden können. Was könnte man sonst noch? Game Sales. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Also Spieleverkäufe. Steht da ja drin. Ads, also Werbung, soll noch kommen. Ist momentan noch nicht. Transcode, Video Tools. Ist verfügbar mit priorisierten Zugang. Keine Ahnung, was das genau heißt. BOD Storage, 14 Tage. Stream Delay. Habe ich keine Optionen. Also genau wie beim normalen Double Cop. Das ist der Twitch-Partner etwas. Dann bei Payment Terms gibt es dann noch etwas. Jetzt kann ich. Genos. So, bei Payment Terms. Chargeback Protection. Hätte ich Payout Timeframe 60 Tage, Payout Fees, was weiß ich, das Payout Ding ist egal. Also was ich auf jeden Fall, die vier wichtigen Sachen, die ich hätte, beziehungsweise drei wichtigen Sachen, wären halt, man könnte mich mit Bits unterstützen,
Man könnte mich subscriben und hätte dann ein Sub-Emote und Game Sales. Da müsste ich genau gucken, mal was das damit auf sich hat. Game Sales. So, Spiel startet. Ich renne mal ganz schnell auf Toilette, bin gleich wieder da. Bring war to my doorstep. I bring destruction to yours. Prepare for battle! Ah, fuck, Headset noch nicht auf. Ach, schon wieder diese scheiß Map. Ich hab Headset noch nicht auf. Ich spiele jetzt gerade einfach nur ohne Headset. Ich muss nämlich an die Front. Hat die überhaupt mal ihr Rechtsklick aktiviert? Ist Nila fast tot? Immer noch. Aua. So, ganz schnell. Kopf überhaupt sitzen. So. Aua. Okay. Ach, über Twitch kann man Spiele kaufen? Das wusste ich gar nicht. Also ich wusste gar nicht, ob man über Twitch Spiele kaufen kann. Habe ich noch nie gesehen vorher. Über die App. Enemy double kill. Okay. Ich meine, gut, dass Twitch mittlerweile Amazon gehört und dass man es wahrscheinlich über Amazon hätte machen können. Okay. Aber über Twitch selbst wusste ich gar nicht. Defend the payload. Ja. Hallo. Nee, ich glaube, das, da würde ich nichts für bekommen. Das ist nämlich, glaube ich, wegen der Erweiterung, die ich eingefügt habe. Ich weiß nicht, ob die offiziell von Twitch unterstützt werden. Okay, nix. Zum Fick! Aber ich werde mich da nochmal genau informieren, was es genau auf sich hat. Das würde mich dann wirklich doch interessieren. Wenn ich überhaupt akzeptiert werde jetzt, das muss ich mal schauen.
nervt wie sonst was. Sorry, ich habe echt Probleme zu healen, weil die Maiv ständig an mir hängt. Da läuft sie schon wieder. Ja, genau, das sehe ich leider auch so. Wenn mal ich finde ich nervt, dann macht sie leider den Job richtig. Willkommen zurück, Frank. Aua. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Ich kann immerhin noch einen Heal rausholen, bevor ich sterbe. Das war es mir wert. Na, der Healer ist leider einen Schritt nach vorne gegangen. Dein Ernst sein, Mai. Oh, die Musik, Alter. Danke für den Follow, Endkiller. Seconds remaining.
15 seconds remaining. No, I don't behold it. Easy. Ja, irgendjemand muss es ja. Willkommen zum Stream und erstmal danke für den Follow. So. Ja, ich hätte das Sprengschild nehmen müssen, ich Vollidiote. Ja, dann machen wir wenigstens Ausbrennen. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Behold the dragon's fury. Wow, ich geh nicht hoch. Ja, ich glaube, ich beende auch gleich den Stream. Ich fühle nämlich gleich noch ein bisschen mit Frank was zocken. Und da Frank und ich beide in diesen Spielen, die wir momentan so zocken, noch nicht so gut sind, lasse ich da erstmal die Aufnahme weg. Ich habe leider nicht mal Eva am Arsch. Wenn ich dich heilen soll, musst du schnell zu mir. Jo, viel Spaß. Rampage. Stop the payload. Enemy killing spree. Ah, ist doch kacke. It's not ready. Step into the light. In Paris. Als ob ich schon wieder keinen getroffen habe. Jo, die sind beide hinter mir. Enemy Rampage. Der DD und auch der Blockierer, beide hinter mir. Geil. Musik ist total geil. Danke für den Follow. Was glaubt nicht, wer es war? Dürfte aber gleich auch im Chat stehen, dann kann ich es genau vorlesen. Okay, nur noch einmal einnehmen. Ich hätte meine Ulti ready. Budbooks, Dankeschön. Koch mir da schon mal ein Konrad-Rundbüro-Tablett. Ja, easy. So, Team. Ich wäre jetzt dafür, dass wir es jetzt einnehmen und gewinnen. Nur so mein persönlicher Favor.
3, 2, 1. Alter, halt schon fast instant down. Och nein! Momentan schlichtweg, ja, also ich mag wirklich Genos, vor allem als Healer in der Healer-Klasse. Boah, geht doch! Okay, das ist echt geil. Au. Also ich finde Genos momentan wirklich einfach wow. Er macht ultra laut zu spielen, du kannst durch die Wand heilen, du machst einigermaßen gut Schaden. Du kannst Feinde hinter der Deckung hervorbringen, den du so hochhebst, also der ist wirklich sehr gut. Oder ich finde ihn zumindest sehr gut. Er macht mir auch sehr viel Spaß. Die Maiva wirklich eine kleine nervige Schlampe. Ich hab mich ganze 13 Mal gefistet, ey. 13 Mal! Bei der Einführung nein, Bits zum Streamen aktivieren, damit die Zuschauer sie direkt auf Twitch unterstützen können. Bits sind eine virtuelle Plattform, das Zuschauer erwerben können. Um im Chat zu streamen, ein Stream-Kanal, ein Einnahmen. Bits in Form der juwelenartiger in Form von Emotes auftreten. Bei denen es sich um animierte Versionen globaler Emotes handelt. Im Zuge der weiteren des Programms werden wir weitere Monetarisierung. Okay. Ah, hört doch tatsächlich, wenn unten bei Now steht, wenn ihr darüber dann etwas kauft, soll ich wohl wirklich einen Teil des Gelds bekommen. Und zwar 5% 5% des Kaufpreis bekomme ich, Alter, wenn ja so lange der Preis über 5 Euro beträgt. Ja, mach noch eins, mach ruhig noch eins. Crazy. Hast du richtig geraten? Yep. Also solange es über 5 Euro sind, bekomme ich 5% davon, theoretisch. Interessant. Sehr interessant.
Ja, genau. So in etwa. Aber erst, sobald ich wirklich drin bin. Ich bin ja noch nicht richtig drin. Und bei den Bits ist das wohl genauso. Die kann man wohl irgendwo kaufen und die könnt ihr dann euren Lieblingsstreamer, ich sag mal, zuwerfen. Und die bekommen dann einen Teil des Geldes, die Dinger wert sind. Wer da vielleicht mal selbst drüber lesen möchte oder so, ich poste mal hier den Link, wo ich es jetzt gerade gelesen habe. Ja, den habe ich. Battle Pass habe ich. Zumindest den ersten. Den ersten habe ich. Man sieht es hier, dass ich hier unten. Erkennt man? Ja, es ist ein bisschen heller Gold. Auf jeden Fall die untere Reihe habe ich auch komplett freigeschaltet. Ich habe hier. Ah ja, doch, man sieht es hier an den Häkchen. Ich habe hier den Skin zum Beispiel gerade bekommen. Jetzt brauche ich noch ein Level, damit ich die Herausforderungen freischalte, die nächsten. Ja, ich will diesen Skin hier haben. Den will ich haben. Diesen Skin möchte ich haben. That's important for me. Sag so, genau. Den möchte ich haben. Ich finde den auch geil. Ich finde die anderen Skins ehrlich gesagt nicht so schick. Das hier wäre jetzt der, den man für Stufe 50 bekommt. Ich meine, der sieht auch gut aus, aber ich finde den jetzt, naja, sieht eher aus, als hätte man ganz viel Schrott an ihn dran geklebt und gut ist. Ein paar Tage? Wieso? Ja, gut, 62. Das meintest du jetzt. Schreiben Sie was, das 48 Stunden dauern kann. Stimme? Ja, keine Stimme. Grock. Eine Atter. Also besser als die klassische, finde ich auch. Also besser als die klassische. Lobster. Besser als das klassische, sehe ich zumindest auch so. Ich persönlich finde das cooler oder so, weißt du? Ich weiß gar nicht, woran es mich erinnert, aber... diese Stimmenart habe ich schon ein paar Mal gehört oder so. Ich finde die cool.
Ey, wir haben zwar noch gar nichts gepickt, aber uns fehlen Tanks und Unterstützer. Der Rest ist okay. Aber uns fehlen Tanks und Unterstützer. Es gibt übrigens auch einen sehr einfachen Weg zu sehen, welchen die Feinde zum Beispiel schon mal angeklickt haben, ohne jetzt aber zu bestätigen. Denn die werden hier direkt durchgestrichen. Das zum Beispiel, Crazy Dude hat jetzt noch nicht bestätigt, jetzt hat er bestätigt, aber er hatte vorhin noch nicht bestätigt, hat ihn aber schon ausgewählt. Hier, er zum Beispiel auch. Welcher fehlt denn jetzt? Hier, Maiv ist das. Der untere hat bei Eve drin, Gegner 3. Es gibt also einen relativ, ich sag mal, billigen Trick zu sehen, welches die wählen wollen. Oder wählen. Tücher ist offen. Na, wer hat das gedacht? Maiv. Ja, mein Gott, lass mich doch nicht wieder flanken, ihr Missgeboten. Kann das nicht. Ja, ach! Ich habe davon noch keinen vorher wirklich gespielt. Möchte ich nur mal anmerken. Eevee. Was hat ihr überhaupt für Fähigkeiten? Ah, sehr schön, dann muss ich zumindest den Battle Pass nicht aktivieren. Oh Gott, das wird nix. Wer wird dieses Match verlieren? Ich persönlich finde Pip als Healer auch nicht so gut, muss ich zugeben. Obwohl Pip, wenn man sich den mal Alpha und Beta Footage anguckt, extrem stark war. Der VIP. Das wird nix. Okay, so funktioniert also schon mal das Fliegen. Boah, scheiße. Ey, ich habe hier überhaupt keine Schussfolge. Begin!
blood. Easy. Fuck, ich wollte mich gerade drüber teleportieren. Lass mich leben. Ich find's cool, wie sie reitet. Ne, ich geh da nicht lang. Wow, man kann ja nicht wirklich bremsen. Enemy killing spree. Autsch. Arschloch, Alter, ey. Ja, lol, als ob. Come on! Ja, gut, man hört das dann doch recht gut, muss man zugeben. Enemy killing spree. Aber ich lenke zumindest dessen Damager die ganze Zeit gut ab. Oh, das hat nicht geklappt. Seconds remaining. Easy. So muss das. Ich will schneller meine Ulti ab. Scheiß drauf. Capture point spawning in 15. Let's try this again. Frank, bist du eigentlich wieder da? Um Kaffee holen und Schlaftabletten? Beruhigungstabletten. 5, 4. Falls ja, guck mal bei mir auf YouTube. Da dürfte was hochgeladen worden sein, was dich vielleicht interessiert. Weil du ja die ersten paar Stunden verpasst hattest. So. Killing spree. Das. Und Mitternacht und Pirschen. Mein Gott, rechtsklick funktioniert nicht. Und das wollte ich nicht, das wollte ich nicht.
Lol, ich wollte mir jetzt rein teleportieren und Dings machen. Eisblock, damit sie sich weiter einnehmen können, aber instant tot. What the fuck? What? Ich hab nicht verstanden, was passiert ist. Schau ich mir später in Ruhe an. Der Anfang war sowieso recht peinlich. Also ich reiß nicht sonderlich viel, aber dafür reißt man die umso mehr. Und das reicht doch. Das reicht doch. Auch der Pip hat sich einen sehr guten Job gemacht. Seine Ultis waren echt on point. Heute ist Ultras knapper für ihn. So. Aber ich zu meinem Teil lege jetzt erstmal die Streaming-Pause ein nach knapp, keine Ahnung. Der Stream läuft jetzt 1:40, weiß ich, wie lange der andere lief. Moment. Ja, nach knapp 7 Stunden kann man, glaube ich, mal die Streaming-Pause einlegen. ich danke für alle, die dabei waren. Vor allem, da ich ja jetzt Dings bin, dieser Semi-Partner, sag ich mal. Also nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren, für alle, die neu dazu gekommen sind. Für Leute, die das nächste Mal dabei sein wollen, gern nochmal ein Follow da lassen oder auch, Moment, ich schreibe es mal kurz hier, würde eigentlich gehen. Genau, oder einfach mal auf diesen Discord mit drauf kommen. Da wird auch gepostet, wenn ich live bin. Da kann man mich auch mal so anschreiben. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.